Heute haben wir die Box wieder. Spezial, Deluxe, super spezial. Wenn man das alles sehen kann. So sieht es hinten aus. Hat ja ein Flair. Restricted Baby. Da wieder nichts. Nichts. Also den Schriftabzug wieder. Und da nichts. Nach vorne habt ihr dann ja, das Cover. Der ein bisschen überspringen, ich weiß. Das machen wir mal das so aus, dass man es später wieder verpacken kann. Weil ich bin ja so ein Typ. Egal. Scheiße drauf. So, meine Freunde. Schnipp, schnapp, schnapp, schnipp, du kleiner Hund, geh auf. So, ein bisschen freundlich sein, ich weiß, meine Freunde. So, dann, das ist wie beim Kondom irgendwie. Schwups, schwups, die Bips. Da geht die Hülle runter. So, ganz vorsichtig abnehmen. Wuschi, wuschi, wuschi. Meine Damen und Herren, meine Damen und Ruhe. Ach Gott, Alter. So, dann schauen wir mal, wo geht's auf. Geht halt so auf mit dem Deckel. Ja, du kleines Ruhenkind. Geh auf, du Scheißgebuss. Box lässt sich auf jeden Fall mal gut öffnen, muss ich schon zugeben. So, ist halt so eine Box, die öffnet sich so seitlich, so seht ihr. Und nach oben, dann. Ey, yo. So sieht das aus. Ja. Habt ihr den Inhalt? Ich mach mal die Kamera, hinten an. So. Habt ihr auf jeden Fall mal das ungefähr so drin in eurer Box. Also, haben wir das Album. Genial. Also 10 Tracks, 19 Tracks. Wow. Und Instrumentals, yo. Okay, das ist okay. Ist okay. Ja, gerechnet habe ich hier damit, dass bei mir nicht die Spezialpackung ist, aber guck mal. Dann haben wir hier Soprano. Ja, das Sopran. Man merkt schon, hey, kleines Gewicht hat das Zeug. Dann gehen wir es mal dahin. Und dann, hey, ein T-Shirt. Was soll ich sagen? Ein T-Shirt. Das hat das, oder? T-Shirt. T-Shirt, all size, fits, ja, irgendwie so. Das ist gut, ja. Ist halt etwas, was ich mir aufheben werde, vielleicht mal ab und zu tragen werde. Hey! Ein Poster von einem Toaster. Ne, haben wir nicht. Guck mal. Oh, guck mal, der Flair ist zurück im Ghetto. Flair ist im Ghetto. Ich bin Flair und ich habe mit wieder verdient. Jetzt bin ich doppelter Millionär. Ja, oh mein Gott. Ich wusste von Anfang an, dass das eine gute Jacke ist. Bist du verrückt, die Farbe ist cool. Naja. Und dein Bentley. Ja, könnt ihr euch aufkleben. Ich da irgendwo dahin. Aber da. Naja. Bin ich Masse. Gehen wir wieder rein. Werde wahrscheinlich nie wieder auspacken. Eine Frau klebe ich mir lieber auf, aber. Ja. Ein Shirt. Wie ihr sehen könnt. Ach cool. Was ist das eigentlich für ein Material? Irgendwas sieht aus wie Kunststoff. Naja. Rein damit. Kann auch nicht auspacken. Und da. Ach. Den Scheiß machen wir auch nicht. Ja, aber guck mal. Wipe 2.0. Na, da geht's los, meine Freunde. Das ist die CD, die ich haben wollte. Also gehen wir gerade wieder aufmachen, meine Freunde. Ja, das Messer ist nicht verboten, das überschreitet meine Handflächen nicht. Also macht euch keine Sorgen, dass ich mich damit nochmal schneide oder so. Da, die da. Komm, geh auf, du kleines Queenkind. Wir haben, ich glaube, die nennen das Toolcase, das ist ein Scheiß. Also diese Spezialboxen, die runden, die cool aussehen. Oh, guck mal. Nochmal. Zum Sehen. Ich finde, das sieht cool aus, das Artwork. Dann haben wir hinten hier, wie man sehen kann, wir haben hier die CD1, da sind alle mit Sprachgesang befüllten
Instrumentals und da habt ihr nur die Instrumentals, den Beat und die Melodien halt. Da könnt ihr oben sehen, so sieht das von oben aus. Also von der Oberkante. Seite rechts, unten sieht man auch nichts. Dann von links, wenn man vom Vordersatz darauf achtet, natürlich da. Ich mache mal einen weiteren Schritt, meine Freunde. Wir nehmen mal das. Oh yeah, ich bin Flair. Guck mal her. Ja, und so irgendwie. Oh, schau mal. Das heißt, nichts für kleine Kinder. Da bin ich ja genau richtig. Naja, wir beginnen mit der Oberkante. Sieht so aus. Oh. Seiten wieder. Die andere Seite. Die Seite. Naja, die Rückseite. Obwohl ich muss sagen, das Cover und das sieht ein bisschen detailreicher aus. Ja, ist klar. Wie ihr sehen könnt, sind auch wieder alle Titel angegeben. Wo ist denn da? Maskulin, Universal, Urban und was ist das? Pornographics. Alter. Der hat echt gute Connections. Eine Pornographics, Alter. Oh mein Gott. Oh, guck mal. Ein Mensch im Anzug. Hallo, ich habe produziert. Hohoho. Nee. So lustig ist das nicht, aber guck mal. Guck mal uns das Booklet an. Oh yeah. Das beginnt mit Flair. Und dann. Ja, das ist tatsächlich ein ausdruckskräftiges Bild, könnt ihr sehen. Bei der Motorhaube links oben, halt so irgendwie da lateral, haben wir den Rapper Flair mit dem Bentley. Da ein paar Credits, das sind so Dinge, wo Namen und so erwähnt werden. Hey, der und dies und das, wahrscheinlich auch Danksagungen und so. Na, Danksagen ist es nicht. Na, da guck mal. Tracks. Da wird halt noch angegeben, wer hat mitproduziert, wer hat mit sprachgesungen und so. Oh, guck. Da erinnere ich mich voll wieder an eigenes Leben. Ja, guck mal, also der Hintergrund. Die Wände ein bisschen hin. Also, billige Postkästen und so. Und er hat da versucht irgendwie Ghetto zu werden. Also er hat dieses Ghetto-stilistische. Also Straßenstilistische oder sagen wir Untermittelschicht-stilistische. Und da, der ist auch immer mit ihm, der ältere Mann. Auch ein cooles Foto, ja. Man merkt aber schon, die sind in einer anderen Welt. Oh, guck. FDP, das ist wahrscheinlich Fick die Polizei oder so. Oder für die Parteien. Für die Politik. Nein, natürlich nicht. Kann man interpretieren, wenn man will. 2012. Und da hat irgendjemand was auf Arabisch oder dahin geschmiert. Mock, der sprayt ja auch noch. Der Mock. Kennt ihr den Mock? Und da guck mal. Ja, das Bild vergrößert, was man einfach sieht. Dann gehen wir das mal wieder an. Yep. Dann kommen wir eigentlich zu dem einzig wichtigen Einhalten für das Inhaltliche. Ich habe gesagt, das Anhalten für das Inhaltliche. Weil hier halten wir kurz den Atem an. Oder halten wir kurz mal Konzentration gestärkt an. Was weiß ich, scheiße drauf. Zwei CDs, Instrumental CD. Das finde ich so genial, Alter. Schon allein für das, ganz ohne Scheiß, lohnt es sich so ein Album zu holen. Da hast du die Beats und dann wird ab und zu auf der Straße und disst jemanden. So bei einer Schlägerei oder so. Oder bei, wenn man das versucht zu vermeiden. Aber da ist wohl eher die. Nee, nicht so ganz wilde Musik. Wird sich eher beruhigen. Ja, so ist das. Das Zeug werde ich mir dann natürlich auf das Gerät aufballern und da kommt die Spezialkette. Die wollen ja alle sehen wahrscheinlich, aber das habt ihr schon gesehen. Ja, was soll ich sagen?
Bang. Ja, es kennst, das muss ich zugeben. Ups. Oh ja. Ich sage, es ist akzeptabel. Es ist tatsächlich akzeptabel. Da ist sogar so ein, was ist ich, so ein Verschluss. Hm? Geht denn das? Klack! Ein Schnappverschluss, eine Schnappverbindung. Dann hast du noch zwei weitere Schnappverbindungen. Also da muss ich mal sehen, ob das wirklich so um den Hals passt, das Zeug. Aber komm, ernst zu sein? Geht denn das Scheiß auf? Ach, da ist ein Knopf, guck mal. Ein Druckknopf. Drucksystem. Klunk F. Schauen wir mal. Passt das um den Hals? Ich weiß nicht, der Verschluss ist ein bisschen eigen, aber okay. Aber ist okay, muss ich zugeben. Guck mal. Bist du behindert? Man merkt schon, das glänzt. Es glänzt. Es glänzt. Sind wir froh darüber? Wunderbar. Und ja, was war das? Unboxing. Nicht so speziell ein Hänger dabei, aber ach egal. Die CD ist da. So, damit ihr nochmal ungefähr einen Einblick habt, dass das Zeug kaum scheint. So. Ja, dann mach ich nochmal die Box dahin ballern, damit ihr ungefähr seht, hey, ich hab euch nicht verarscht, da ist wirklich drin, was ich sage. Es gibt ja auch verwirrte Leute, die müssen ja 10-mal die Ampel sehen, ob sie grün ist, bevor sie überhaupt gehen. So. Dann gebe ich euch nochmal einen kleinen Ausblick darauf. Die Kette, die finde ich tatsächlich cool, muss ich zugeben. Der Verschluss, da hätten sie vielleicht einfach nur irgendwann, wie nennt man das, irgendeine Verankerung machen können. Der Schnappverbindung. Aber so, ich gucken. Scheiß weg. Da, der wieder. Der wieder ist da. So. Yeah.